Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft Beyond. Und wir haben uns ja in der letzten Folge hier diese stabile, super Schippe gebaut. Und ich habe gesehen, wir haben den Redstone nicht abgepackt oder weggepackt. Ganz schlecht. Den wollten wir, hätten wir noch wegpacken können. Machen wir jetzt schnell mal. Hätte ich jetzt in einer kurzen Pause machen können. Dachte ich, nehme euch einfach mit. Wenn ich was vergesse, mache ich das mit euch zusammen. So. So sieht es nämlich aus. Gut. Jetzt haben wir alles weg. Jetzt würde ich gerne noch die Uhr weg haben wollen. Ton und die Blümchen. Eisen könnten wir vielleicht mitnehmen, weil unser Werkzeug bestimmt nicht ewig hält. Den Tisch hatten wir oben. Hoppala. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ein bisschen nach draußen. Gucken uns mal die schöne Natur an. Und nehmen auch unser Bett mit. Und machen die Monster wieder an. Einfach mal so. Und dann weiß ich nicht, ob wir in einer Höhle landen oder ob wir draußen irgendwas finden. Wir werden einfach gucken gehen. So, zack, haben wir alles bei. Weg. Was ist das? Ach, eine Kuh. Eine Kuh? Was machten die hier? Hier gab es noch nie Tiere. Dachte schon, Monster sind doch gar nicht an. Was kommt da jetzt angestiefelt? So, einfach normal machen wir, ne? Und ich weiß gar nicht, wo wir immer hingegangen sind. Wir sind, glaube ich, noch nie hinter dem Berg gewesen, oder? Da sind auch Schafe. Hatten wir so viele Tiere hier? Ich bin gerade ein bisschen. Ah, gut, ich habe lange nicht aufgenommen. Kann sein, dass wir hier Tiere hatten. Da ist auf jeden Fall unser schönes Türchen in den Nether. Waren wir ja auch kurz, aber war ja nicht so dolle, ne? Wir hingen ja irgendwo mitten in der Luft. So, wir werden mal ein bisschen klettern. Ich hoffe, dass das vernünftig ist, läuft, weil die Kamera steht hier einfach nur auf dem Tisch und ich weiß nicht, ob das jetzt zuckelt, wenn ich hier die ganze Zeit die Tastatur nutze. Das weiß ich nicht. Sehe ich auch erst, wenn ich denn wieder alles render und so. So, was haben wir jetzt hier? Wird sich natürlich alles ein bisschen verändern hier. Toll. Es ist ja sowas von null hier, ne? Super, dass wir hier hingegangen sind. Also freue ich mich, freue ich mich. Das ist gut. Na gut, laufen wir außen rum. Wer hätte auch gedacht, dass da irgendwie ein Tunnel lang geht oder so. Wir könnten natürlich einen bauen, ne? Wir könnten natürlich einen schönen Tunnel da durchbauen. Irgendwie gefällt mir die Ecke. Aber da sind unsere Taschen wieder voller Steine, ne? Schön wäre, wenn man sagen könnte, hey, ich will keine Steine, nimm die mal nicht auf. Komm, so weit dürfte der Bergbau ja nicht sein, oder? Ich habe keine Fackeln, oder? 4 Stück. Vielleicht finden wir ja was Tolles. Aber wir wollten ja später auch mal eine Eisenbahn bauen und dann könnte die hier durchfahren. Warum nicht? Weiß noch bei After Humans, wo wir die riesen Eisenbahnen hatten. Ach, wie lange habe ich an den Tunnel gesessen, den wir damals hatten. Das war schon geil. Hatte gerne mal abends so ein bisschen Zeit gehabt und dann davor gesessen und den Tunnel gebaut für die Eisenbahn. Das hat Spaß gemacht. Ja, wir sind schon wieder draußen, ich höre Kühe. Oder wir hatten einfach nur. Na, siehst du, das geht doch. Krieg mal. Ach du Scheiße. Und wir sind einmal durch den Berg durch. So. Da hinten ist eine Wüste. Okay. Cool, dass wir hier lang gegangen sind. Wir haben ja jetzt ein paar Steine, ne? Bauen wir uns da mal kurz so hoch. Können wir später mal mit Treppen machen oder sowas oder schrägen? Weiß ich nicht. Aber dann haben wir die Steine wenigstens für irgendwas Sinnvolles gebraucht, als wenn ich die jetzt hier einfach wegschmeiße. Und wir kommen hier wieder zurück. Beziehungsweise später wieder vernünftig runter. Hätte ja was, oder?
müssen wir ganz schön hoch. Das wird eine ganz schöne Abfahrt hier. Hoffentlich haben wir genug Steine. Dass ich hier sage, hey, wir haben genug Steine. Das wird schon. Das wird alles gut. Muss sagen, ich fand das bei After Human schön, wo das Material noch nachgesteckt wurde hier in die Taschen. Das war noch viel besser. Okay, kann hängen bleiben, war ja. Das hat mir natürlich die Ecke verbaut, okay. Klappt aber trotzdem. Haben wir noch was Sinnvolles gemacht? Wir haben schon einen Tunnel im Berg und einen Weg nach unten. Was könnte besser sein? Ja, toll, danke. Oh, wir haben mehr Steine, als wir am Ende wahrscheinlich... Ups. So, du weg. Du hin. Wir sind nämlich noch nicht ganz oben, denke ich mal. So. Wie weit kommen wir denn jetzt schon? Oh, das passt. Passt doch super. Ja, dann nehmen wir das mal weg. Und dann würde ich mal sagen, hängen wir hier einfach mal unsere vier Fackeln rein. Ups. Ich denke mal, es werden hier trotzdem Monster drin spawnen. War es zu groß. Kohle haben wir zufällig nicht bei. War nee. Warum sollten wir Kohle bei haben? Entschuldigung. Wir haben auch nichts zu essen bei, doch. Dann ist alles gut. So, wir kommen hier runter. Läuft wunderbar. Das läuft sich wunderbar. Das ist genau das, was man braucht. Nee, machen wir mal wieder ganz, war so. Was hast du? Ne? So, so. Nein, raus mit euch. Wir hatten gerade alles weggeschmissen. Na gut, keine Ahnung. Dann habe ich schon wieder so ein Blümchen in der Tasche. Habe ich wahrscheinlich nicht rausgepackt, war? Nee, der Ton ist ja auch noch da. Die Fäden lasse ich einfach mal da, war? Die kann man nochmal gebrauchen. Alles andere ist Müll. So, hier glaube ich waren wir noch gar nicht. Bin mir nicht bewusst, dass ich eine Wüste kenne. Also neue Abenteuer. Ach, ist das schön. Juhu. Doch, wir waren schon in der Wüste, wir haben Kakteen gesucht, ne? Aber die war auf der anderen Seite. Bin mir fast sicher. Ach, ist das schön hier. Da können wir eine Eisenbahn später mal langfahren lassen. Ah, das ist doch was Essbares, wenn ich mich recht erinnere, oder? Das war doch hier irgendwie so ein Kaktus-Ding, oder? Nein? Konnte man die nicht mitnehmen? Okay, täusche ich mich. Ah ja, die Schneehasen sind auch unterwegs. Hier ist Spaß. Hä? Ach so, Hase. Ich dachte, was ist das? Das sah so ein bisschen sehr komisch gerade aus. Darum ist das irgendwas, oder? Es tut einfach nur so aus Versehen Tor. Bei meinem Glück wahrscheinlich ein Tor in die Hölle oder sowas. Das sieht aber irgendwie gebaut aus, oder? Ölsand? Ja, sind ja Slabs. Gibt's hier keine Kiste oder sowas? Anscheinend nicht. Okay. Das sieht aus was sehen so. Das sieht aber so gebaut aus, oder? Hm. Keine Ahnung, welcher Scheiß. Da hinten ist da auch so ein Ding. Welcher Scheich da seinen Bogen gebaut hat. Aber das sieht doch da hinten auch so aus, oder? Gehen wir da mal hin. Das sieht interessant aus. Gucken wir einfach mal. Wahrscheinlich müssen wir gleich mal zwischenschlafen, aber... Ups. Habe nämlich keine Lust, mich hier nachts mit den ganzen Monstern anzulegen. Ist da eine Fledermaus? Okay. Ja gut, wird ja dunkel. Kann ja sein, dass die Fledermaus rausgeht, ne?
Aber was haben wir denn da? Das sieht doch auch so komisch aus. Was ist das denn? Auf jeden Fall mal eine tolle Sache gefunden, war. Und nur 5 Minuten von uns zu Hause entfernt. Was will man denn mehr? So, schlafen, schlafen, schlafen. Bevor alles spawnt hier. So, Bettchen mitnehmen. Wo war das jetzt? Und da wir von da kommen, muss es ja hier irgendwo gewesen sein, ne? War das hier hinterm Berg? Einmal aus dem Auge und schon ist es weg. Die Hasen sehen gefährlich aus, wenn die da unten drin sitzen. War der Hase, ne? Ups. So, ist das was oder ist das einfach nur so aus Versehen hier irgendwas? Oder die Frage ist, wo ist das? Habe ich das gesehen? Das wäre voll lachhaft. Na. Ich glaube, das war das, was ich gesehen habe, oder? Okay, wir haben was gefunden. Also man kann nicht sagen, wir haben nichts gesehen. Wir haben immerhin was gesehen. Na, guck mal, einer guck. Die ganzen Fußabdrücke hier machen mir irgendwie Sorgen. Die stapfen, die. Entschuldigung. Es ist gut, dass wir überhaupt keine Kohle bei haben, ne? Das war doch das, wo unten diese Platte war, wo es denn irgendwie in die Luft gegangen ist, wenn man darauf gegangen ist, oder? War das hier? Da unten geht's runter, ne? Genau. Ja, sorry, ich sehe auch nichts. Das ist blöd jetzt gerade, ne? Aber wir haben nichts bei, ne? Ich hatte nur ein bisschen Lava noch bei, ne? Ja, super. Ach, wir haben keine Kohle gefunden. Ist doch doof. Gibt es hier irgendwo Kohle in der Nähe? Bestimmt nicht, ne? Ist da eine Höhle? Kriegen wir da vielleicht ein Stückchen Kohle raus? Ein ganz, ganz kleines Stückchen. Wir brauchen ja nicht viel. Aber ich weiß, dass da unten irgendwie Kisten sind. Oh, gibt es hier Kohle? Hasenfrack, okay. Stell keine Fragen. Keine Kohle hier, sag mal. Was ist denn für eine doofe Höhle? Puh. Was war denn das? Will ich das wissen? Ich muss was essen. Egal, was das war, ich muss erstmal was essen. Und bei was bist du so gestorben? Ach, ich wollte nur ein bisschen Kohle suchen. Ach, das ist so eine Lore. Nee, da will ich nicht hin. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich glaube, wir gehen einfach mal im Dunkeln runter, oder? Haben wir hier zufällig noch irgendwie eine einfachere Höhle, die nicht gleich bewacht ist von so einem Viech? Nee. Blöd. Na gut, dann werden wir in der nächsten Folge einfach mal da runter gehen. Was soll passieren? Komm, machen wir mal Pause hier, wenn Monster an sind. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir haben mal endlich wieder was Neues gefunden. Ich freue mich drauf, auch wenn wir das im Dunkeln machen müssen. Aber ansonsten wird das bestimmt spannend und lustig und ich freue mich schon drauf. Und euch sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Tschüss und bye bye.